So, willkommen zurück zu Real Let's Play Fallout 3. So. Wir haben es in der letzten Folge ins Galaxy News Radio geschafft. Ja, hier ist alles rot, hier sollte man nicht klauen oder so. Ich habe mittlerweile mal was gegessen. Ja, esse mein Charakter jetzt auch mal ein bisschen Ameisenfleisch. Immer rein damit. Ausdauer plus 3, Schwer plus 2. Und Cram ziehen wir uns auch noch rein. So. Dann treffen wir jetzt mal auf Freedom. Ihr Blick sagt alles. Sie denken, wer zum Teufel ist dieser Kerl und was geht er mich an? Gut. Seien Sie darauf gefasst, erleuchtet zu werden. Ah, ja. Ich bin Three Dog, Plattenleger und Stimme der Wahrheit, Herr und Meister des besten Radiosenders der weiten Wüste, Galaxy News Radio. Und Sie? Ich weiß, wer Sie sind. Hab von Ihrem Abgang aus der Vault gehört. Auf ins Unbekannte, was? Ganz wie der Papa. Den kenne ich nämlich. Mhm. Und genau deswegen sind wir hier. Hey, hey, eins nach dem anderen. Nee, Ihr alter Herr ist nicht hier. Nicht mehr. Aha. Er hörte den alten Three Dog im Radio und dachte sich, ich wüsste, was hier im Ödland abgeht. Und er hatte recht. Also verklickerte ich es ihm. Aber er verdünnisierte sich. Sieht so aus, als hätte ich meine Art, den guten Kampf zu kämpfen, und er seine. Guter Kampf, worum geht's da eigentlich? Was immer Sie wollen. Ich suche nur meinen Papa. Ich werde Ihnen einen guten Kampf geben, wenn Sie mir nicht helfen. Stellen Sie sich ein Bild vor, okay? Ja, kann ich. Ein Bild des Ödlands, der Hauptstadt. Und was sehen Sie? Nur Ziegel und Steine. Und sonst nicht recht viel, oder? Ja. Die Leute hier kommen mehr schlecht als recht über die Runden. Sie müssen kämpfen, um zu überleben und das bisschen zu behalten, das sie noch haben. Mhm. Dazu kommt noch der andere Mist. Sklavenhändler, Supermutanten, Raiders, die auch ein Stück vom Kuchen wollen und es sich mit Gewalt nehmen. So wie der Hund hier sich gerade versucht, wieder mit Gewalt nach seinem riesigen Fressen, was der gerade gekriegt hatte, noch mehr von meinem Essen zu nehmen. Nein. So. Dann kämpfst du den guten Kampf mit deiner Stimme. Die Leute wehren sich also. Ich muss meinen Vater finden, für den, ja, intelligent. Hol mich der Teufel. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, was? Sie sind wirklich so clever wie Ihr Vater. Weil Sie über die Ursache ja bestens Bescheid wissen, brauche ich Ihnen die Wirkung nicht zu erklären. Also los, machen wir uns an die Arbeit. Ah, ja. Woher wussten Sie, dass ich meinen Vater suche? Moment, warum vertrauen Sie mir so einfach? Wir kennen uns gar nicht. Die Tatsache, dass Sie die Bruderschaft zu mir durchgelassen hat, sagt mir, dass Sie in Ordnung sind. Und Ihr Vater schien mir auch okay zu sein. Aha. Außerdem kriege ich von Ihnen ein paar ganz gute Vibes. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Genug gequatscht. Sagen Sie mir, was der Grund für unsere Unterhaltung hier ist. Den weißt du ja wohl. Ich bin für alle Infos dankbar, die mir bei der Suche nach meinem Vater helfen. Sie wollen also wissen, wo Ihr Papa ist. Und zufällig ist meiner Wenigkeit bekannt, wo er sich aufhält. Ja, dann immer raus. Er war hier, bei Galaxy News. Wir hatten ein cooles Gespräch. Er ist ein echter Stehauf-Typ. Aha. Wenn Sie mehr wissen möchten, müssen Sie zum guten Kampf beitragen. Ja, das wird nicht klappen, also... Gut, denn das wird nicht einfach. Ja. Galaxy News Radio ist mein Baby. Ich liebe es, füttere es und wechsle ihm die Windeln. Da ist nur eins. Außerhalb von DC hört es keiner schreien. Warum wissen wohl? Sie, irgend so ein Supermutant dachte sich, es wäre witzig, das glänzende, runde Ding auf dem Washington Monument unter Beschuss zu nehmen. Ich sehe schon, wo das hinführt. Genau. Das glänzende Ding war unsere Sendeantenne. Jetzt sieht sie aus wie Schweizer Käse. Ohne sie ist unser Sendebereich sehr eingeschränkt. Mhm. Natürlich gibt es den Hersteller der Sendeschüssel schon lange nicht mehr. Was bedeutet, dass wir vergessen können, einen Ersatz dafür zu bekommen. Hört sich langsam riskant an. Aber ich tue alles, um meinen Papa zu finden. Supermutanten, Sachen in die Luft jagen, das ist nicht meine Liga. Ja. Es ist risikoreich. Warum sollte ich lügen? Ja. Aber Sie haben so ein Funkeln in Ihren Augen, das mir sagt, verlass dich auf mich, ich hole die Kohlen aus dem Feuer. Ah, ja. Ihr Papa hatte denselben Blick. Deshalb hilft Three Dog Ihnen. Na gut.
Einer der Kerle der Bruderschaft erwähnte mal, so eine Schüssel in einem der alten Museen von DC gesehen zu haben. Ja. Das ist die Schüssel des alten Mondlandegerätes Virgo 2 im Technischen Museum. Sie müssten sie klauen, zum Washington Monument bringen und sie anstelle der kaputten montieren. Das wäre alles. Wir haben die. Ich kenne eben meine Pappenheimer. Ja, ja. Sie sind das Beste, das Galaxy News seit langem passiert ist. Kann ich mir schon vorstellen. Wenn Sie noch weitere Infos brauchen. Das ist natürlich jetzt echt spitze. Jetzt darf ich, weil er das gerne so will. Darf ich jetzt einmal das Radio reparieren für ihn? Seine Sendeantenne. Na. Nein, das ist die falsche Tür. Na. Wächterin Lyons hat das Sagen hier. Wenn Sie was brauchen, kann sie Ihnen wahrscheinlich helfen. Ja. Wie kann ich helfen? Gunny könnte sie sicher trainieren, wird das aber nur mit der Genehmigung des ältesten Lyons tun. Ich muss gehen. Willkommen bei der Galaxy News Radio Außenstelle. Ich bin Sergeant Wirt, der Befehlshaber hier. Sie können gleich hochgehen. Ja. Das. Und raus hier. Das wird so spitze. Wie kann ich helfen? Nee. Du kannst gehen. Jetzt können wir auch mal den Bahamut hier durchsuchen. Elektroladenteile, Energiezellen, Kronkorken, Raketensplitter, Granatensplitter, Granatensplitter. Das Springmesser ist das Einzige, was ich ihm lassen werde. So, der gute Free Dog schickt uns hierher. Echt spitze. Ich will aber noch nicht dahin. Ich will jetzt erstmal nach Megaton. Ja. Warum will ich jetzt erstmal nach Megaton? Werdet ihr euch bestimmt fragen. Ja, wir haben jetzt einen ziemlich wichtigen Schritt wieder in der Hauptstory gemacht. Wie kann ich Ihnen dienen? Halt die Klappe. Das heißt, warte. Bevor ich mich jetzt hier oben schlafen lege, erstmal Waffen. Die Pistole. Oh, weißt du was? Die verkaufe ich jetzt demnächst. Das kann ich reparieren. Der Fat Man kommt hier rein. Kleidung kann ich auch vertickern. Die nehmen wir mal mit zum Reparieren. Sonstiges. Altmetall. Die können wir auch gleich vertickern. Beenden. Hast Guten du? Abend! Ja, halt die Klappe. Durst. Sehr wohl! Sehr wohl, bitte sehr! Sehr wohl, bitte sehr! Ja, immer her mit dem frischen Wasser. Denn das ist das, was ich immer bei mir habe. Jetzt hat er nichts mehr. So, haben wir den wenigstens schön erstmal geplündert. 11 Stunden, 12 Stunden. Ich mache hier den Schnitt und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir auch wieder schön gut ausgeruht. Warum steht da, ich wäre nicht mehr gut ausgeruht? Bin ich doch. Wie kann ich Ihnen dienen? Indem du deine blöde Klappe hältst. So. Jetzt. Hier.
Sie haben so viel für uns getan. Da kommt auch schon die nächste angewackelt. Sie waren ziemlich umtriebig in letzter Zeit. Fragen stellen, rumschnüffeln. Ist es also das? Sind Sie ein Schnüffler? Ein bezahlter Detektiv? Oder haben Sie eine persönliche Abneigung gegen einen unschuldigen Androiden, der einfach seine Ruhe haben will? Da muss eine Verwechslung. Ach so, dann haben Sie keine Fragen über einen vermissten Androiden gestellt oder Informationen ausgegraben. Ich gehöre einer Bewegung an, die große Anstrengungen... Die sind nervig. Die Enthaltung ist, Wollen Sie wirklich... Zeigen Sie... Danach wird Zimmer ins Commonwealth zurückkehren und den armen Kerl in Ruhe lassen. Ist noch was ich wissen sollte. Sie müssen verstehen, dass dieser Androide jetzt ein Mensch ist. Er sieht aus wie ein Mensch. Auch wenn er keiner ist. Auch wenn er eine Maschine ist. Er kann denken und fühlen. Dieses Wesen verdient... Ja. Ich muss gehen. Nervig. Ich will doch nur jetzt gerade mal zu Moira und der meinen ganzen Plunder verkaufen. Beziehungsweise ein paar Sachen kann ich ja schon reparieren. Gut. 5 aufbereitete Wasser haben wir. Hey. Das ist er. Ho, Cowboy. Ach ja. Diese Folge wird viel zu schnell schon wieder für mich vorbei sein, aber das ist halt so. Moira. Moira besuchen. Moira nervig. Hallo. Ja, ich will kein Schwätzchen. Ich will haben. Sehr gut. Munition nehme ich immer gern. Nee, Kleidung brauche ich gar keine. Waffen. Ja, nimm die 32er Pistole und schon kriege ich 7 Kronkorken von dir. Nimm die chinesische. Impulsmine. Stimpack. So, danke schön. Sonstiges. Munition. Energiezellen. Und alle Schrotpatronen. Dann hau ich da noch mal 2 Sturmgewehre rein. Akzeptieren. Kleidung. Siehst du, die habe ich jetzt ganz vergessen. Jetzt kann ich dir das noch rüberschieben. Und dafür hole ich mir. Nee. Genau, nimm noch die Zigaretten, nimm noch das Vorkriegsgeld. So. Gute Jagd! Was kannst du mir denn mal reparieren? So, den kann man reparieren. Das war's schon. Dann will ich mal gehen. Ich behalte sie im Auge. Du kannst mich mal. Du mich können mal. So von. So, ja. Da komme ich halt nur mit einer Metro hin. Morgen. Ja, morgen. Wenigstens habe ich jetzt genug Munition erstmal für die Laserpistole. Haben Sie nicht ein Bauteil, das Sie abgeben möchten? Willkommen
Megaton. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Also, was ich jetzt erstmal möchte, ist Richtung Vault 101 spazieren. Vielleicht kriegen wir ja, wenn wir im Vorbeigehen, so mal an unserem alten Zuhause noch mal ein bisschen ein paar Neuigkeiten mit oder so. Wer weiß? Wer weiß das schon, nicht wahr? Was es so Neues gibt. Ah, was ist das? Oh. Ausgestoßene. Hallo, Ausgestoßener. Das sind die Ausgestoßenen der Bruderschaft. Sie nennen sie selbst so. Die haben einfach Lion's Pride verlassen. So. Und. Ne. Nein, noch nicht. Das ist äußerst schade. Ich dachte, wir bekommen jetzt hier noch vielleicht noch eine kleine Mission, die wir hätten erledigen können. Die mir in meinem alten Let's Play ja noch nicht zu Ende gebracht hatte, in meinem alten Fallout 3 Let's Play. Zack. Und zack. Und wir gehen weiter hier lang. Weiter, weiter, weiter. DuPont Station. Ich werde das wahrscheinlich bereuen, dass ich die Schnellreise jetzt hierhin mache, aber ich mach's einfach mal in der Hoffnung, es nicht zu bereuen. Und bereue es bis jetzt noch nicht. Das ist schon mal gut. Anchorage War Memorial. Ja, ja. Ach, ja, das gute War Memorial. Bevor ich jetzt weiter der Hauptstory wieder folge, habe ich mich entschieden, gerade so mal ein bisschen hier lang zu laufen. What the... Was zur Hölle? Wer bist denn du? Hey. Ja? Ein Sammler? Ein Sammler, ah. Kannst du was reparieren? Nee, kannst du nicht. Was für Kass. Alles hat sein. Aha, ja, 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 ja. Du hast ein paar Sachen, die ich gerne hätte. Du hast nämlich Munition, die ich gerne hätte. Habe ich irgendwas, das ich dir vertickern kann dafür? Erstmal. Ich könnte dem zwei Nukas verkaufen. Dann hätte ich das auch wieder drin. Wie wenig ich, ne, für ein Stickpack kriege von den Leuten. Oder hier, für einen Staffboy. Der eigentlich richtig Kohle wert ist, aber... Ein Red Axe kriegst du. Und ein bisschen Red Kakerlakenfleisch bekommst du. Bekommst Nudeln von mir. Und. Morgos Rattenfleisch. So. Danke. Tschüss. So. Aber das machen wir nicht. Ich will mal gerade auf meinen Timer gucken. Ganz schnell. Oh, die Folge ist schon wieder vorbei. Nein. Wie schlimm. Aber da hinten sehen wir was, wo wir in der nächsten Folge auf jeden Fall ein bisschen uns hinbewegen werden.
Und vergesst das Kommentieren und Bewerten bitte nicht. Ich bin euer Marcel. Und bis denn.